Nur noch 2 Wochen sind es bis Heiligabend. Die Suche nach Weihnachtsgeschenken geht selbst bei den Kurzentschlossenen allmählich in den Endspurt. Zusätzliche Gelegenheit zum Einkauf sind daher gern gesehen und am Wochenende wird es sie auch an der Dessauer Museumskreuzung geben. Das Dessau Center hat am Sonntag geöffnet von 14 bis 19 Uhr. Es wird der Weihnachtsmann im Center unterwegs sein. Dann wird es ein Kinderbasteln geben den ganzen Tag lang. Und jede volle Stunde wird der Weihnachtsmann Märchenstunde machen. Das heißt, er liest Märchengeschichten vor. Aber nicht nur ein Bummel durch die Geschäfte bietet sich an. Seit Anfang Dezember hat das Dessau Center auch einen eigenen Weihnachtsmarkt zu bieten. Geschützt vor Witterungseinflüssen und zum dritten Advent natürlich mit einem speziellen Programm. Zum Weihnachtsmarkt wird eingeladen, wie gesagt, der Weihnachtsmann liest Geschichten vor, also Märchen. Und dann haben wir hier festlich geschmückte Weihnachtsbuden in der ganzen Mall aufgebaut. Da finden Sie Leckereien wie kandierte Nüsse, der Glühwein, es duftet hier lecker. Natürlich auch warme Sachen für die kalten Tage zum Anziehen. Also ich denke, der Kunde kann hier noch seine restlichen Weihnachtsgeschenke finden. Angst, keinen Parkplatz zu bekommen, müssen Besucher aus nah und fern dank des großzügigen Parkhauses des Dessau Centers ganzjährig nicht haben. Passend zur Adventszeit gibt es aber auch hier einen besonderen Bonus, der zum verkaufsoffenen Sonntag die Geldbörsen der Centergäste schonen soll. Die Parkplatzsituation ist momentan so, dass am Sonntag für die Kunden des Dessau Centers der ganze Tag kostenlos das Parkhaus zur Verfügung stehen wird. Und ab Montag wird es so sein, dass die Kunden dann die ersten 3 Stunden kostenlos hier parken dürfen. Einem sorgen- und stressfreien Adventsbummel steht also nichts mehr im Wege, zumal sich auch der Zeitdruck in der 5-stündigen Öffnungszeit zwischen 14 und 19 Uhr in Grenzen hält. Und für genug Abwechslung für Groß und Klein ist dabei ebenfalls gesorgt.